Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Im heutigen Video möchte ich gemeinsam mit euch ein halbes Full-Face-Make-up zaubern zu einer Marke, nämlich Mesauda. Mesauda gibt es schon teilweise in Deutschland zu kaufen. Das ist eine Beauty-Firma aus Italien. Die gibt es jetzt ganz neu bei Douglas. Die haben mir geschrieben, das möchte ich euch der Transparenz halber nochmal sagen. Und wollten mir Produkte durchschicken, ohne irgendeine Art von Gegenleistung. Manchmal hast du Firmen, die sagen, ey, ich schick dir was, aber dafür will ich, dass du das und das machst, wo ich dann immer sage, puh, okay, mal gucken. Und manchmal hast du Firmen, die sagen, ey, ich schick dir was, guck selber, was du daraus machst und viel Spaß. Da habe ich mir 7 Beauty-Produkte ausgesucht und dachte mir, ey, wir können doch so ein Video dazu machen, in dem wir die Produkte testen. Ich bewerte die Marke. Ihr wisst, meine Meinung ist immer ehrlich, egal ob ich es geschenkt bekommen habe oder gekauft habe oder keine Ahnung. Aber es sind halt PR-Produkte und das finde ich trotzdem nochmal wichtig erwähnt zu haben für dieses Video. Und dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Ich zeige euch mal die Produkte. Hier seht ihr die Produkte, die ich mir ausgewählt habe. Es ist halt nur ein halbes Full-Face-Make-up, weil Foundation, Concealer und so ein Kram habe ich mir dort nicht ausgesucht, beziehungsweise ich war mir mit meinem Farbton nicht sicher, aber ich habe mir halt Sachen ausgesucht wie ein Primer, Highlighter, Mascara, transparentes Puder, Eyeshadow Base, Rouge und so eine Lidschattenpalette. Ich werde die Produkte von denen benutzen, zum ersten Mal heute gemeinsam mit euch testen und bewerten. Alle Produkte werde ich euch in der Infobox verlinken. Falls ihr sie kauft, kauft sie gerne über die Links in der Infobox. Das sind Affiliate-Links. Bei Douglas kriege ich gerne ein bisschen Provision. Wenn da so ein Sternchen ist, müsst ihr mal gucken mit Produkten in der Infobox. Ich bin selber sehr gespannt drauf. Die Sachen machen einen guten Eindruck vom ersten Mal. Ich sage euch immer den Preis dazu. Ich würde sagen, wir fangen als erstes an mit der Lidschattenpalette. Da zeige ich euch dann kurz Swatches, erzähle euch was dazu und dann geht's auch richtig los. Kurz nochmal zu Mesauda. Ich lese euch das einfach vor, Digga. Ist besser, als wenn ich das erzähle. So, ich bin nicht so gut in sowas. Auf der Douglas-Seite. Seine Leidenschaft für Kosmetik verbindet das junge italienische Unternehmen mit Innovationen und Trends aus der Beauty-Welt. Mesauda Milano hat hohe Qualitätsansprüche an seine Produkte und stellt sie daher tierversuchsfrei und vorwiegend in Italien her. Die Marke zelebriert Individualität und die Diversität der Schönheit. Mit seinen Produkten versprüht Mesauda Milano einen Hauch von Eleganz und Glamour. Ich sehe im Moment gar nicht glamourös aus. Ich habe Pickelfreunde im Gesicht, fast irgendwie synchron und Augenringe bis zum Kopf, aber vielleicht sehe ich am Ende des Videos glamourmäßig aus. Hier seht ihr einmal die Lidschattenpalette. Finde ich vom ersten Eindruck ganz chillig. Ist für mich ein schönes Design, so mit Gold und so Goldrosé. Ich bin jetzt auch kein Farbprofi. Schwarz. Großer Spiegel ist eher so mittel. Wäre mir zu klein, wenn ich mich in so einem Spiegel schminke, aber tue ich jetzt auch nicht wirklich oft. Das sind die Farben. Und jetzt zeige ich euch die Swatches und erzähle noch was dazu. Die Mesauda Gold and Roses Palette kostet 32,50 Euro. Sie beinhaltet insgesamt 12 Töne. Davon sind 6 Töne matt und 6 Töne sind schimmerig. Die Produkte von Mesauda, soweit ich es gelesen habe, sind tierversuchsfrei, habt ihr ja gerade gehört. Und bei 32,50 Euro bei dieser Palette zahlt ihr pro Ton 2,70 Euro. Das ist schon in Richtung High-End so ein bisschen. Hier seht ihr die Swatches. Die machen vom ersten Eindruck einen guten Eindruck. Okay, Bro, lern dich besser auszudrücken. So, dieser Chromton erinnert mich an diese Alicia Marie Palette 191. Aber tschüss, also vom ersten Eindruck gefällt's mir. Aber mal gucken, wie es auf dem Auge performt. Mal kurz Muskeln zeigen, ein bisschen pushen. Wir beginnen als erstes mit der Extreme Eyeshadow Base. Die kostet 11,99 Euro. Nochmal zur Transparenz. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Also es ist nicht bezahlt, dieses Video. Ne? Das machen manche Firmen ja auch. Die sagen, ey, teste Produkte aus unserem Laden und wir bezahlen dich dafür. Sondern die haben mir die Produkte geschickt und ich soll halt gucken, was ich daraus mache. Ne? Wenn ich jetzt nichts gemacht hätte, wäre schön. Wenn ich ein Video wie jetzt mache zum Testen, ist okay. Also wie ich halt Bock habe. Und ich dachte mir, okay, die Marke ist neu auf dem Markt. Kannst ja so ein Video dazu machen. Natürlich wünschen sich solche Marken irgendwo, dass du das zeigst oder so, ne, wenn die ihre Produkte schon raussenden. Aber ich finde es halt auch cool, wenn Marken keine Erwartungen haben, weißt du. Ich habe auch schon Firmen gehabt, die haben mir irgendwie geschrieben, ey, wir schicken dir das und das Produkt. Wir wollen, dass du ein YouTube-Video dafür machst. Da, also so nach dem Motto, ey, investier mal Instagram-Post, YouTube, dies, das. 10 Stunden Arbeit, aber du kriegst dafür Produkte im Wert von 50 Euro. Wo ich denke, Bro, geht ihr für 50 Euro in Form von Essen 10 Stunden arbeiten? Also wenn ja, wenn es hart auf hart kommt und man muss, okay. Aber das ist halt bei manchen Firmen
Firmen komisch. Ich hatte auch schon Firmen, das weiß ich noch, das ist aber länger her. Eine riesige Make-up-Firma, die wirklich unendlich viel Umsatz macht, die du in jeder Drogerie findest, die damals, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube für 20, 30 Euro wollten die mir Produkte schicken. Ich glaube Wimperntusche, Lippenstift, das ist sehr lange her. Und meinten so, ey, wir wollen dafür, dass du ein YouTube-Video machst, ein Instagram-Post, dies und das und dafür kriegst du Produkte im Wert von, keine Ahnung, 30 Euro. Und ich denke so, Bro, ihr macht Millionen Umsatz und versucht hier so kleine YouTuber zu verarschen oder das war schon heftig, ne? Bei diesen Produkten, keine Ahnung, ich wende sie jetzt zum ersten Mal an und benutze sie halt so, wie ich sie immer benutze. Okay, bei dem Primer, wenn ich ihn jetzt so ganz regulär einarbeite, habe ich das Gefühl, so mache ich das eigentlich bei jedem Primer, ganz selten, dass ich es nicht mache, dass er sich an manchen Stellen löst. Das ist natürlich nicht so geil. Also, ich weiß nicht, ob es so wirkt, aber es sieht zumindest so aus. Manche könnten jetzt sagen, ja, du musst den Primer ja auch nicht mit einem Beautyblender einarbeiten, aber das mache ich ja mit jedem Eyeshadow Primer oder jedem Concealer, egal was ich als Lidschatten Primer benutze. Ich arbeite das Produkt mit einem Beautyblender nochmal ein. Es ist wirklich sehr selten, dass ich den Primer so stehen lasse. Deswegen gehe ich hier jetzt nochmal ein zweites Mal drüber, weil irgendwie sieht es so aus, wenn ich ihn einarbeite, dass er sich an manchen Stellen löst. Und das siehst du nachher auf jeden Fall bei der Lidschattenarbeit. Er sieht immer noch so aus, als wäre er nicht richtig drauf, als hätte er sich an einigen Stellen gelöst und so ein bisschen bröckelig. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Ton My Girl drüber, um das zu setten. Das ist so ein beige, heller, beigefarbener Ton. Vielleicht täusche ich mich auch und es wirkt nur so. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn du jetzt einen Eyeshadow-Primer hast und der ist kacke und bröckelig und komisch, dann ist es sehr schwer, darauf ordentlich mit den Lidschatten zu arbeiten. Da kannst du extrem talentiert sein, bringt dir aber alles nichts. Guck mal hier, seht ihr das, dass es hier so bröckelig ist? Das bringt dann alles nichts, weil die Grundlage ja scheiße ist. Das ist, als ob du ein Haus baust und der Boden ist schief oder hat Löcher oder so. Aber mal gucken. Vielleicht täusche ich mich hier auch. Wer weiß. Nun gehe ich als erstes in diesen Ton hier, Victoria. Und damit gehe ich hier in meine Lidfalte. Das ist so ein schöner, bäriger, matter Ton. Außen mit so einem breiten Pinsel und innen nehme ich gleich einen dünnen Pinsel, damit ich hier ein bisschen sauberer arbeiten kann. Als nächstes gehe ich in den Ton Felicia. Das ist so dieser Ton hier, um das damit hier oben gleich auszublenden. Ich trage es erstmal so auf. Also ich musste jetzt bei dem unteren Ton Victoria öfter reingehen, damit er die Farbintensität hat, die ich mir gewünscht habe. So, also das ist manchmal, sind so bärige Töne auch ein bisschen schwierig. Umso mehr sie in so eine dunkle lila Richtung gehen, umso schlimmer wird es. Ich hoffe, dass ich gleich beim Ausblenden der beiden Farben, da habe ich jetzt nochmal so einen anderen Pinsel für, ein deutlicher Unterschied erkennbar macht zwischen den beiden Tönen. Manchmal hast du das in der Palette, da ist ein krasser Unterschied, aber auf dem Augenlid sieht es einfach aus wie so eine Matschekacke. Alles klar, ich bin Beauty-YouTuberin, ich sage das Wort Matschekacke in meinen Videos. Das wollen wir hier vermeiden. Aber der Ton Felicia ist vom ersten Auftragen schon farbintensiver als Victoria. Also da kann es wirklich an dem Ton liegen. So, das blende ich jetzt erstmal aus. Nun gehe ich nochmal in den Ton My Girl, mit dem ich das Ganze gesettet habe und gehe oben nochmal so drüber, damit das ein bisschen verblendet ist mit dem rosa Felicia-Ton. Weil so ist es halt noch so. Ja, sieht halt doof aus. Das schrieb mir letztens eine Followerin unter einem Video, dass ich damit so den Übergang nochmal schöner machen kann zwischen der Augenbraue und dem unteren Lidschattenton. Nun gehe ich in den matten braunen Ton Lancelot und damit gehe ich hier vorsichtig innen rein. Ich habe das jetzt ohne Cut Crease gemacht. Ich möchte hier einen süßen Look am Ende zaubern, weißt du, so einen süßen, vielleicht leicht romantischen Look. Ich hoffe, es gelingt. Und hier außen gehe ich auch nochmal damit entlang und gleich einen schönen schimmernden Ton in die Mitte. Als nächstes nehme ich den Schimmerton Superstar. Den trage ich mir hier erstmal mit einem Pinsel auf. Okay, erstmal so ein bisschen grob. Ah, rechts mache ich das mal mit dem Finger. Also viele schreiben, sie machen das gern mit dem Finger. Aber ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen zu grobmotorisch. Also ich kann das nicht so gut, muss ich sagen. Also so große, dicke Wurstfinger und ich arbeite bei sowas am liebsten mit einem Pinsel. Aber ich glaube, das ist ja auch bei jedem verschieden. Das mache ich erstmal so ein bisschen grob und verblende das nach innen und außen so ein bisschen. Und dann werde ich gleich den Pinsel mal anfeuchten und in der Mitte, wo es nicht nach innen und außen verblendet ist, den Pinsel mal ansprühen, um zu gucken, wie die Farbe dann rauskommt, weißt du? So. Ich finde, dieser Superstar-Ton hier ist echt schön. Ist ein schönes Rosé-Schimmer-Ding. Fresh, fresh. Ja, bisher noch nicht fresh, aber hoffentlich am Ende, wartet noch ein bisschen. Ich habe jetzt so ein bisschen Kanten gezaubert. Ich mache erstmal weiter, dann können wir uns das Ganze bestimmt besser vorstellen. Jetzt habe ich hier den Pro Skin Primer für 22,49 Euro. Der hat so eine silikonartige Konsistenz. Ich muss sagen, das mag ich nicht so gerne bei Primern, wenn sie so eine silikonhaltige Konsistenz haben. Da hat aber jeder auch andere Vorlieben, weißt du? Manche feiern das, aber ich habe eigentlich alle, glaube ich, tatsächlich mit so einer Konsistenz
Resistance aussortiert. So, den lasse ich jetzt erstmal kurz einwirken. Der Primer fühlt sich vom Ding her schon angenehm auf der Haut an, muss ich sagen. Also die meisten silikonmäßigen Primer finde ich immer so ein bisschen, das fühlt sich so richtig künstlich, komisch auf der Haut an. Jetzt mache ich meine Schritte mit meinen Produkten, die nichts mit Mesauda haben, schnell so Color Correcting, Foundation und sowas. Hier habe ich zum Beispiel jetzt von Becker so ein Backlight Target Color Corrector in Orange, um die Augenringe ein bisschen abzudecken. So, jetzt habe ich hier von MAC so ein Concealer. Welcher ist das? Der Studio Finish Concealer. Den benutze ich zum Abdecken, also weil viele mit öliger Haut benutzen ihn auch unterm Auge. Da wäre er gar nichts für mich, weil ich habe da ja trockene Augen bzw. Fältchen. Aber so zum Abdecken benutze ich ihn schon mal gerne. Als Foundation benutze ich nun von MAC die Waterweight Foundation. Das ist eine meiner liebsten Foundations bei trockener Haut. Und als Concealer den Zoeva Authentic Skin Perfector Retouch Concealer. Für meine Augenbrauen nehme ich jetzt das, was ich immer nehme. Das ist von MAC Concrete, ein Lidschatten. Nun nehme ich einen Bronzer von mir und das einfach von Hatice Schmidt, der Love Bronzer. Und dann kann ich wieder Mesauda Produkte nehmen. Dann kommt nämlich der Rouge, Highlighter und das Lose Puder. Aber ich finde, so ein bisschen Bronzer ist dann schon gut. Also arbeite ich halt eigentlich immer mit, ne? Finde ich immer ganz schön bei sowas. Nun nehme ich den Rouge von Mesauda in der Farbe Alicia. Das ist ein sehr schöner matter Ton. Der hat mir gefallen. Ich finde, das ist eine richtig schöne Farbe. Oh, der gefällt mir gut. Ich muss auch sagen, dass das Feeling auf dem Primer angenehmer ist, als ich dachte. Das ist bisher, glaube ich, sogar der beste Silikon-Feeling-Primer, den ich hier hatte von der Konsistenz her. Das ist auf jeden Fall chillig. Ich trage das Make-up auch länger nachher, Digis, ne? Und dann sehen wir uns irgendwie heute Nachmittag oder heute Abend nochmal, ne? Das ist ja auch nochmal relevant. Wie sieht direkt danach, kann alles gut aussehen. Aber wie sieht das Ganze nach, was weiß ich, wie vielen Stunden aus? Jetzt nehme ich den Highlighter Paradise 101. Das ist so ein schimmriger. Okay, der ist schon gröber von der Pigmentierung. Es gibt so Highlighter, die sind ganz, ganz fein von der Pigmentierung. Und der hier ist so ein bisschen gröber. Ich bevorzuge welche, die hier fein sind. Aber kann man jetzt nicht ändern, ne? Ja, doch, der ist auf jeden Fall recht grob pigmentiert. Also so krümelig in der Konsistenz. Ja, den feiere ich nicht so. Also der hat jetzt für mich nichts... gar nichts Besonderes gerade. Nee, so hier seht ihr das, dass das so krümelig mäßig ist. Also solche Highlighter feiere ich nicht so. Also dass ich einen Highlighter echt gut finde, da muss er schon irgendwas Besonderes haben, weil farbentechnisch, Digis, habe ich so viel schon durchprobiert. Ich hatte mal eine ganz komische Highlighter-Phase. Da muss er echt toll sein, dass ich sage, oh, ich behalte den oder so, weil goldene Highlighter oder sowas habe ich echt viele. Da ist man dann irgendwann durch. Irgendwann hast du das Gefühl, es ähnelt sich halt auch wirklich alles, aber nee, der Highlighter hat für mich persönlich gar nichts Besonderes gerade. So, nun nehme ich das lose transparente Puder, das hat so ein Netz dazwischen, das finde ich ganz gut. Okay, man sollte sanft reingehen. Oh, so eine Scheiße. Man sollte sanft reingehen. Scheint sehr fein zu sein. Es riecht so ein bisschen, Digis, ganz, ganz leicht. Also ganz mini leicht. Wie Deo? Also wie Rexona Deo, würde ich sagen. Hier ist es ein sehr, sehr feinpudriges, loses Puder. Da bin ich mal gespannt. Das ist wirklich sehr, sehr fein. Lassen wir das mal kurz mit der Haut arbeiten. Das lose Puder macht einen schönen, feinen Übergang. Das gefällt mir auch gut. Doch, Digis, das ist chillig, ne? So, was kommt jetzt? Jetzt machen wir weiter mit dem Augen-Make-up. Und da nehme ich unten, ich glaube, den Braunton nochmal. Ich war erst am Überlegen, ob ich den nehme, den ich ganz oben habe, oder den Braun, den ich außen habe. Aber ich finde den Braunen ganz gut. Lancelot war das. Und damit gehe ich einfach hier unten entlang und blende das ein bisschen aus. Nun benutze ich ein Fixing-Spray, damit das Ganze schön miteinander verschmilzt. Da benutze ich von MAC Fix Plus. Und wenn das so ein bisschen schön angetrocknet ist, nehme ich von Maybelline Lasting Fix. Das ist mit einem matten Finish. Da möchte ich gleich gerne mal gucken, wie das aussieht. Jetzt halte ich die Augen erstmal geschlossen, damit, wenn ich so gucke, bildet sich eine Falte in meiner Lidfalte. Und dann habe ich da so einen Farbfleck mit Haut halt, weißt du. Das will ich vermeiden. Digis, entschuldigt bitte. Ich habe total vergessen, euch zu sagen, was die Produkte kosten, die ich gerade benutzt habe. Das transparente Puder kostet 19,99 Euro. Der Rouge kostet 11,89 Euro. Und der Highlighter kostet 15,49 Euro. Ich muss sagen, der Highlighter, Digis, also es gibt kaum einen Highlighter aus der Drogerie, den ich feiere. Und der Highlighter jetzt war jetzt für mich, also nicht mal Drogeriequalität. Aber naja, ich benutze jetzt erstmal einen Liquid Lipstick. Da benutze ich von Maybelline Superstay die Nummer 850 Frosted Mouth. M-A-U-V-E. Schreibt mir gerne mal, wie man das ausspricht, Digis. Ich muss mich ein bisschen verbessern mit meinem Beauty-Aussprache-Ding. Nun benutze ich die Mascara, die Curvy Lash Mascara. Die kostet 13,99 Euro.
1,99 €. Ich benutze sie jetzt extra ohne irgendwelche Hilfsprodukte wie meinen geliebten Maybelline Lash Sensational Primer oder eine Wimpernzange. Ja, ich weiß nicht, Digis. Also sie verlängert die Wimpern schon, aber sie verdickt jetzt nicht. Also ich mag ja manchmal so einen künstlichen Wimpernlook. Für so einen krassen Lidschattenlook wie jetzt ist die Mascara alleine zu schwach. Da habe ich aber auch 2, 3 Stück, die wirklich alleine reichen würden, um so einen richtig krassen Mascara-Look zu machen. Ihr wisst, ich bin nicht so ein Fake-Lashes-Typ, aber so für einen dezenteren Look alleine performt die gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich tusche erstmal beides zu Ende, dann mache ich das hier weg, wenn es getrocknet ist und hier oben auch und dann mache ich mal irgendwas mit meinen Haaren oder so und dann reden wir über den Look und die Mesauda-Produkte und dann sage ich euch, was ich davon behalte, was ich aussortiere und wie mein Eindruck davon ist. Das ist jetzt der fertige Look. Ich zeige ihn euch mal so aus der Nähe und ich muss sagen, ich finde den Look hübsch. Also ich bin zufrieden. So, es gibt hier ein paar Stellen, zum Beispiel hier leicht, auf denen der Lidschatten so ein bisschen farblöchrig ist. Also das, was ich beim Eyeshadow Primer am Anfang dachte. Aber ich finde im Großen und Ganzen ist das eine gute Kombination. Ich werde ihn jetzt den ganzen Tag übertragen und nachher zeige ich euch auf jeden Fall nochmal, wie das Ergebnis vom Ganzen ist. Und dann werde ich euch auch sagen, welche Produkte ich behalte und welche ich aussortieren werde. Ihr könnt mir aber jetzt schon gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Look findet. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Dann sehen wir uns heute Abend auf jeden Fall nochmal. Ich werde den Eyeshadow Primer aussortieren, weil die Arbeit damit mir nicht gefallen hat. Ich fand es nervig, ihn zweimal aufzutragen. Ich fand ihn irgendwie bröselig und gummisch und da lohnt sich für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis leider gar nicht und kann ich nicht empfehlen vom ersten Eindruck. Der Highlighter hat für mich nichts Besonderes. Ich finde ihn zu grob pigmentiert. Er ist nicht ein krasser Highlighter, der super Glow hat. Er ist nicht fein, er ist nicht leicht. Also für mich auch nichts, was ich so empfehlen würde. Die beiden Sachen sortiere ich aus. Die Eyeshadow-Palette werde ich behalten. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ich muss mal gucken, welche anderen Paletten ich habe mit solchen Farben. Aber vom Ding her hat sie mir ziemlich gut gefallen, von den Farben her. Und das fand ich richtig gut. Die Mascara hat mir auch recht gut gefallen. Da habe ich schon welche von Chanel gehabt oder Dior, die nicht so gut waren. Man muss öfter reingehen, um sie aufzubauen. Da muss man Bock zu haben. Aber das ist für mich okay und ich möchte sie auf jeden Fall gerne weiter testen. Der Rouge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vom Auftragen, vom Verblenden, von der Farbe her. Deswegen werde ich ihn auch behalten. Dem transparentenlosen Puder möchte ich auch eine Chance geben und es deswegen weiter testen. Mal schauen, wie es damit läuft. Aber vom ersten Eindruck her fand ich es schön. Es verschmilzt sehr schön mit der Haut und hinterlässt ein schönes Finish. Und obwohl ich keine silikonhaltigen Primer mag, werde ich den Mesauda Primer weiterhin behalten und austesten, weil ich habe das Gefühl, er hat sehr gut mit meiner Foundation gearbeitet und dass sie gut drauf sitzt. Und deswegen möchte ich ihm auf jeden Fall weiterhin eine Chance geben. Eines Manko an meinem Look, Digis, das will ich nochmal hinzufügen. Ich finde, das ganze Ding ist schön mit der Kontur, mit dem Lippenstift, mit dem Eyeshadow, alles cool. Aber was natürlich doof ist, hier unten bröckelt es so, das ist halt dieses Ding, was ich mir bei dem Lidschattenprimer schon dachte. Und ich finde, meine Augenbrauen sind mir heute gar nicht gelungen. Ich bin froh, ich habe bald die 4. Sitzung zum Entfernen von meinem Microblading. Es wird immer besser. Aber die hier ist rund und die ist eckig. Also das ist heute gar nicht gelungen. Aber ich denke so, okay, warte ab, mit der Zeit wird es besser. Dann kann ich es auch irgendwann vorne leichter malen, statt so grob. Aber versucht einfach, meine Augenbrauen zu ignorieren und achtet auf den Rest. Und jetzt starte ich in den Tag und wir sehen uns heute Abend. Ich habe das Make-up jetzt seit 7 Stunden drauf und wollte euch einmal zeigen, wie es aussieht. Also, ich muss sagen, für 7 Stunden, es ist sehr heiß draußen. So, vielleicht seht ihr das, ich bin noch ein bisschen am Schwitzen den ganzen Tag schon. Dafür finde ich, ist es auf jeden Fall noch gut so. Meine Kontur hier ist natürlich alles ein bisschen schwächer geworden. Lippenstift hält, aber das kennen wir ja von Maybelline. So, hier unten ist es natürlich ein bisschen in die Falten gerutscht und verschmiert. Das ist bei jedem Make-up bei mir so. Beim Lidschatten muss man natürlich sagen, kommt näher. Da denke ich, dass es wirklich am Primer liegt. Seht ihr, es hat sich hier so in die Falte reingerutscht. Das habe ich eigentlich fast nie bei Lidschatten. Aber den Primer habe ich ja auch aussortiert, weil ich ihn nicht gefeiert habe. Die Gesamtfarbe vom Lidschatten ist weniger intensiv. Es ist hier in meine Falten reingerutscht. Und ihr seht hier so Farblöcher hier, hier und sowas. Aber ich denke, es hat einfach mit dem Lidschatten-Primer zu tun, den ich aussortiert habe. Und ansonsten muss ich sagen, also ich bin immer noch bei der Entscheidung, was ich aussortiere, bleibt aussortiert. Und was ich behalte, werde ich weiterhin testen. Das war jetzt auf jeden Fall mein First Impression Full-Face-Make-up, Halb-Full-Face-Make-up zu Mesauda. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Produkte kennt. Wenn ja, wie eure Erfahrungen sind. Denkt dran, falls ihr was kauft, kauft es gerne über die Links in der Infobox. Die sind extra rausgesucht. Dies, das könnt ihr gönnen, wenn ihr es eh kauft. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr den Look findet und wie ihr das Video fandet. Ich würde mich über einen Daumen nach oben zu diesem Video freuen. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Ach, heute mal 2. Und auf Wiedersehen.